online wieder hier heute Abend. Ich freue mich, durch diesen Abend führen zu dürfen. Ich bin Insina Lüschen und bin wieder mit dabei als Moderatorin. Die Hauptpersonen des Abends sind aber natürlich auch schon da. Wobei, ehrlich gesagt, auf eine warten wir tatsächlich noch. Technisch ist sie uns nochmal wieder abhanden gekommen, aber einige seht ihr schon und Janina Otto wird hoffentlich gleich wieder dazustoßen. Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir einen wahnsinnig schönen Abend vor uns haben, den letzten in diesem Jahr, um ihn nochmal richtig wissenschaftskommunikationsmäßig zu genießen. Wie es zu dieser Veranstaltung gekommen ist und vor allem, wer alles dahinter steckt, denn natürlich braucht es auch eine finanzielle Unterstützung für solche Abende, die technisch vorbereitet werden müssen, die organisatorisch vorbereitet werden müssen. Und dazu kann uns natürlich jemand sagen, der aus dem Kommunikationsteam der öffentlichen Versicherung in Braunschweig ist, nämlich Sebastian Heise. Komm du doch mal dazu, wir kennen uns ja schon. Schön, dass du wieder dabei bist. Erzähl doch mal, warum unterstützt ihr Science-Slam-Veranstaltungen auf diese Weise? Und dann hast du, glaube ich, auch noch eine Überraschung für uns, ne? Ja, vielen Dank, Insina. Du bist wie immer klasse. Herzlich willkommen von der öffentlichen Versicherung Braunschweig auch zu diesem ganz besonderen Slam-Erlebnis heute wieder im Online-Format. Die Frage kann ich natürlich gern beantworten. Wir stehen als Öffentliche voll und ganz hinter dem, was das Haus der Wissenschaft bietet und für die Stadt erlebbar macht. Also ich glaube, es ist eindeutig alles, was momentan in der Welt passiert. Die ganz großen Themen von der Corona-Pandemie bis zum Klimawandel hängen ganz wesentlich ab von Forschung, von Wissenschaft und von Fakten und auch von Aufklärung. Und daran sieht man schon, wie wichtig und elementar das ist, was hier passiert. Und da stehen wir sehr, sehr gerne nach wie vor als treuer Hauptsponsor hinter und werden das auch natürlich zukünftig tun. Aber sowas wie, dass es ganz wichtig ist, hier in der Region auch einen verlässlichen Partner zu haben, wenn es um Fragen der Absicherung fürs eigene Haus, eigene Auto, die eigene Familie, die eigene Zukunft geht, dass man echten Service vor Ort hat und dass man Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen hier vor Ort hat und dass es bei einer Versicherung zum Beispiel auch ganz tolle Möglichkeiten zu arbeiten gibt und es auch faire, tolle Praktikumsplätze gibt, das möchte ich überhaupt nicht erwähnen, das gehört hier auch gar nicht hin. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt und habe heute mal gesammelt. Ihr habt ja jetzt ihr 4 10-Minuten Zeit, um ein wissenschaftliches Thema zu präsentieren, an dem ihr teilweise schon seit Jahren forscht und seit Jahren euch damit beschäftigt. Und wir haben mal so ein bisschen gesammelt. Sind denn eigentlich 10 Minuten? Ich habe heute mal so ein paar stichprobenartige Umfragen gemacht. Dabei ist rausgekommen, man kann in 10 Minuten in der Warteschleife beispielsweise alles Telefonanbieter so lange Ja-Nein-Fragen beantworten, bis man dann in der Warteschleife ist. Man kann mit dem Bus von der HBK Braunschweig zur TU Braunschweig fahren in 10 Minuten. Man kann ein Ei so hart kochen, dass auch Loriot zufrieden ist. Es gibt einen Song, der heißt Very Good Song in Streamingdiensten, der exakt 10 Minuten Stille beinhaltet, ganz weit vorne in den Charts ist. Ernsthaft, könnt ihr ausprobieren. Man kann eine Ladung Wäsche ordentlich zusammenlegen in 10 Minuten. Man kann einmal ordentlich die Wohnung durchlüften. Man kann 2 Kilometer joggen oder 4 Kilometer Inliner fahren, habe ich gerade erfahren. Man kann mit Kolleginnen und Kollegen ganz entspannt einmal Kaffee holen gehen und anstoßen. Man kann Fingernägel lackieren in 10 Minuten. Man kann ein Stück Kuchen genießen. Danke. Oder zum Beispiel auch eine WhatsApp-Nachricht einer Person anhören, die noch mal ganz kurz vergessen hat, etwas zu erwähnen. Auch das kann mit unter 10 Minuten dauern. Euch fallen noch bestimmt ganz viele andere Sachen ein, die 10 Minuten in Anspruch nehmen. Ich finde es total bewundernswert, wenn jemand in der Lage ist, 10 Minuten lang diese jahrelange Forschungsarbeit zu präsentieren und das auch noch ansprechend und witzig zu machen. Da können wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe von abschneiden. Also wenn das geht, gehen auch viele andere Sachen in 10 Minuten. Das finde ich für mich persönlich auch immer sehr, sehr inspirierend. Von daher freue ich mich wahnsinnig auf eure Vorträge. Drücke euch allen Vieren ganz, ganz doll die Daumen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, auch in den Empfangsgeräten zu Hause. Für mich ist so ein Abend-Slam, macht die Welt immer so ein bisschen bunter, ein bisschen klarer, aber vor allen Dingen auch vielseitiger und spannender an diesen Impulsen, die man da mitnimmt. Und ich bin überzeugt davon, euch geht das auch so, sonst wärt ihr ja auch nicht hier. Also wie gesagt, ich drücke euch allen nochmal die Daumen und kann dann abschließend nochmal die Trophäe präsentieren. Ich habe nämlich heute wieder die große Ehre, sie übergeben zu dürfen, den Slam-Champion
den bestimmt ihr. Auch das, wie ich gehört habe, sind ja dann 10 Minuten, die ihr dann später Zeit habt, für euren Wunschkandidaten, Wunschkandidatin zu voten. Also passt ganz genau auf. Ich freue mich auf 4 tolle Vorträge und kann an dieser Stelle nur sagen, bleibt weiterhin neugierig, bleibt weiterhin gesund und viel Spaß. Wow, Sebastian, das war mal eine echte tolle Laudatio für den Science Slam und für Wissenschaftskommunikation. Und du hast natürlich recht, gerade in dieser Zeit, es hört nicht auf, unfassbar wichtig zu sein, immer wieder mit wissenschaftlichen Fakten zu überzeugen, zu versuchen. Also vielen Dank für diese, ich möchte es Laudatio nennen, das war sehr schön. Ihr habt mitbekommen, es lohnt sich heute Abend, also ihr Hauptpersonen, ihr Slammies. Es gibt einen Champion, Science Slam Champion zu gewinnen, der euch nach Hause geschickt wird an das Gewinni. Aber natürlich möchten wir jetzt erstmal auf euch zu sprechen kommen, die ihr ja heute schließlich eingeschaltet habt, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Einen Abend auf dem Sofa zu verbringen, um hier mit uns Wissenschaft zu machen, das ist eine großartige Sache. Also euch schon mal danke fürs Dabeisein und Einschalten und vor allem fürs Dranbleiben natürlich, denn ihr seid hier ja nicht zum Spaß. Ihr seid diejenigen, die hier voten können heute Abend. Und da wir ja nun eine Online-Veranstaltung sind, müssen wir euch intensiv fühlen können. Ja, ihr müsst sozusagen durch das Internet hindurch klettern zu uns in die jeweiligen Wohnzimmer oder Küchen oder wo auch immer wir sind und eure Anteilnahme, euren Enthusiasmus, eure Aufgewühltheit mit uns teilen. Wir müssen euch fühlen. Also seid da. Ja. Ihr könnt natürlich im Chat auf jeden Fall mit dabei sein. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt Applaus reinschreiben. Ihr könnt natürlich mein Lieblingswort Ekstase da hineinschreiben, wenn euch etwas besonders gut gefallen hat. Dann lasst es uns auf jeden Fall lesen und hören und habt immer im Hinterkopf, am Ende dieser Veranstaltung könnt ihr für euren Lieblingsvortrag, also beziehungsweise ihr könnt für alle Vorträge voten und unterschiedliche Punkte verteilen. Nach welchen Kriterien könnt ihr das jetzt machen? Natürlich kann man das aus dem Bauch raus machen, aber man kann sich natürlich auch mal ganz kurz angucken. Stellen wir uns mal vor, der Vortrag, den ihr so gehört habt, der war so, das war eher so ganz furchtbar langweilig. Das bescheuertste Fach, was ihr noch nie abkonntet, 6. Stunde oder 8. Stunde, grauenhaft. Es zog sich, ihr habt irgendwie nichts verstanden, aber ihr hattet auch keine Lust mehr zuzuhören. Ja? Es war einfach nur grauenhaft. Dann verteilt ihr nicht so viele Punkte. Vielleicht sogar nur einen Punkt. Ach, wobei einen Punkt, die sind ja so ein bisschen pädagogisch vielleicht veranlagt. Sie sind alle da, sie sind alle vorbereitet, sie haben alle Präsentationen mitgebracht, sie sind alle pünktlich. Ich würde mal sagen, einer geht vielleicht nicht. Das ist ein bisschen unfair. Aber dann verteilt ihr nicht so viele Vorträge. Vielleicht überzeugt euch der Vortrag aber ja auch so dermaßen, dass ihr im Innersten wirklich wild aufgewühlt seid, dass ihr am liebsten ins Immatrikulationsamt rennt, um euch für Bioökonomie endlich einzuschreiben. Das Fach gibt es überhaupt nicht, aber ihr werdet es erfinden, ja, damit ihr genau das studieren könnt, weil ihr seid einfach nur fasziniert. Ihr möchtet ein Selfie mit das Gewinni machen und ihr möchtet einfach Anteil haben. Ihr habt so viel gelernt, die Zeit verging wie im Flug. Es war didaktisch, rhetorisch aufbereitet. Es waren Katzenbilder dabei. Einfach der Wahnsinn. Dann ist es Zeit für 10 Punkte und die maximale Ekstase. Also, es ist an euch. Seid dabei, habt das im Hinterkopf. Immer bei allen Vorträgen schon mal mitdenken. Ganz am Ende wird gevotet. Das sind die Spielregeln und dafür brauchen wir euch. Also, auf dass wir einander fühlen durch dieses Internet hindurch. So, jetzt kann es aber auch schon fast losgehen. Denn Janina ist, ich gucke jetzt hier oben nochmal, ich sehe sie gerade in meiner Leiste nicht, sie ist da. Das ist sehr gut. Hallo und herzlich willkommen. Kommen wir also zum ersten Vortrag heute. Ach, wir haben uns lange nicht gesehen, Janina. Es freut mich wirklich sehr, dich zu sehen. Wir kennen uns, wir sind es also schon mal live begegnet. Das ist ja heutzutage wirklich schon wirklich was Besonderes. Du bist Humanbiologin und Wissenschaftsjournalistin. Es geht um spannende Fragen. Zum Beispiel, vielleicht muss man kurz noch vorher sagen, worum es grundsätzlich bei dir geht. Du erforschst Schweiß. Das kann man so und so finden. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Dazu gibt es einen Vortrag, den man anhören kann. Heute geht es um Sex Smells Geiler Schweiß. Die Frage, ob zum Beispiel Stripperinnen mehr verdienen, während sie ihren Eisprung haben. Ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich jetzt auf den Mythos der Pheromone. Herzlich willkommen und Bühne frei für Janina Otto. Hallo.
So. Seht ihr meine Präsentation? Super. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier wegmache. So. Okay. Erstmal schön, dass ich da sein darf und eröffnen darf. Ist immer schön, auch so Slam-Veranstaltungen. Die spannendsten Fragen in der Wissenschaft, finde ich, sind immer so ein bisschen die Fragen, auf die es noch nicht so richtig eine Antwort zu geben scheint. Und eine dieser Fragen habe ich euch heute mal mitgebracht. Und es ist die Frage, gibt es Pheromone? Und zugegebenermaßen, diese Frage ist so jetzt ein bisschen zu einfach für die Veranstaltung, weil natürlich gibt es Pheromone, auf jeden Fall bei Insekten und Tieren. Das ist völlig unstreitig. Deshalb gehen wir mal ein Level nach oben. Also gibt es Pheromone beim Menschen? Ist die viel interessantere Frage. Da habt ihr sicherlich so eure Konzepte und Vorstellungen schon im Kopf, wenn ich das sage. Aber wir werden uns jetzt mal wissenschaftlich angucken, wie es sich damit eigentlich verhält. Gibt es das oder gibt es das nicht? Und da fangen wir mal an mit einer Definition. Pheromone sind Substanzen, die von einem Individuum nach außen abgegeben werden und bei einem anderen Individuum der gleichen Art spezifische Reaktionen auslösen. Das heißt, Pheromone sind so eine Art Hormone, die aber nicht auf mich in meinem eigenen Körper wirken, sondern ich gebe die nach außen ab und sie wirken auf meine Umwelt. Das ist natürlich ein bisschen dubios, sage ich mal. Da steht gleich so ein bisschen der Vorwurf der Manipulation im Raum. Ja, also kaufe ich zum Beispiel etwas, was ich gar nicht brauche oder eigentlich gar nicht haben möchte, oder verliebe ich mich vielleicht sogar in einen Menschen, der ganz schädlich für mich ist. Deshalb, um das zu klären und zu sortieren, hier vielleicht mal drei Fakten, was Pheromone eben nicht sind. Erstens, Pheromone sind keine Duftstoffe. Pheromone können einen Duft haben, müssen sie aber nicht. Und Pheromone können auch mit der Nase wahrgenommen werden, müssen sie aber auch nicht. Das steht nicht in der Definition. Das hat auch einen Grund, weil zum Beispiel Bienenvölker funktionieren über Pheromone ganz viel. Ich habe aber bei Bienen noch nie eine Nase gesehen. Also das ist schon wichtig, das zu unterscheiden. Pheromone sind nicht das Gleiche wie Gerüche oder Duftstoffe. Dann kommen wir zum Zweiten. Die Reaktion, die auf ein Pheromon folgt, ist nie erlernt. Das ist auch anders als bei Gerüchen. Also wir haben zum Beispiel irgendwann wahrscheinlich mal gelernt, wenn Essen verdorben ist und nicht mehr so toll riecht, dann könnte einem schlecht werden. Und deswegen reagieren wir mit so einer Art Ekel. Und es ist aber erlernt. Bei Pheromonen ist das anders. Da folgt eher so eine Art Reflex, gegen den wir auch nicht so viel machen können. Und da steht wieder ein bisschen im Raum dieser Vorwurf der Manipulation. Und um das mal ganz klar hier zu sagen, auch nochmal Punkt Nummer 3. Pheromone sind auch kein Zauberscheiß, ja. Also egal, was euch da die Werbung so vielleicht versprechen möchte, denkt immer daran, da sitzen Leute dahinter, die euch auch gleichzeitig was verkaufen wollen. Da wird vielleicht viel ein bestimmtes Produkt erhöht. Weil wir Menschen haben immer noch unseren freien Willen, ganz anders als Insekten und Tiere zum Beispiel, ist der bei uns auch besonders stark ausgeprägt. Also wir haben eigentlich bei allem Möglichen eine Wahl. Sowas wie Partnerwahl ist zum Beispiel auch sehr komplex. Da spielen auch noch Dinge da rein wie visuelle Eindrücke, ne? Also ist das jetzt ein Straßenpenner oder vielleicht eher Prince Charming oder vielleicht auch Kai Pflaume. Also das, je nachdem, ne, was ihr da toll findet, das spielt alles eine Rolle bei diesen Entscheidungsprozessen. Und wir sind da nicht so eindimensional gebunden wie Tiere oder Insekten und sollten uns da auch auf keinen Fall mit vergleichen. Vielleicht noch ein Beispiel. Was ist so ein Pheromon? Eins, das wir kennen, ist zum Beispiel hier dieses Androstrin, Androstenon. Das kennen wir von Schweinen. Das verströmt nämlich der Eber, wenn er sich mit der Sau paaren möchte. Und ja, wie funktioniert das dann? Ist ein bisschen makaberer Vergleich, aber das wirkt auf die Sau so ein bisschen wie K.O.-Tropfen, weil wenn die das wahrnimmt, dann fällt sie in eine sogenannte, Achtung, Fachbegriff, Duldungsstarre. Und dann können die sich paaren. So funktionieren Pheromone, zumindest bei Tieren. Jetzt wissen wir, was Pheromone sind, was sie nicht sind, wie sie funktionieren. Also zurück zur Frage, gibt es Pheromone beim Menschen? Da das eine etwas strittigere Frage ist und die Frage ist auch noch gar nicht so alt, müssen wir unbedingt in Studien gucken. Und ich habe euch da mal eine ganz top aktuelle Studie mitgebracht von 1980. Über die Studie sollten wir reden, weil es war tatsächlich eine der ersten, die Pheromone beim Menschen aufgegriffen hat. Und was sie da gemacht haben, ist eigentlich auch ganz schnell erklärt. Die haben einen Stuhl in einem Zahnarztwartezimmer mit Androstenon präpariert. Androstenon, haben wir ja eben schon mal gehört, ist eigentlich ein Schweinepheromon. Aber die haben sich gedacht, hey, bei Menschen funktioniert das vielleicht auch, weil Androstenon ist Bestandteil von menschlichem Schweiß.
Das ist vor allem in männlichem Schweiß drin, weil das aus Testosteron von Bakterien auf der Haut hergestellt werden kann. Also irgendwie ist schon klar, wie die darauf gekommen sind, aber die haben sich dann halt das auch mal genauer angeguckt, haben 4 Tage das Wartezimmer beobachtet und mal geguckt, wer setzt sich jetzt auf diesen Stuhl und wer nicht. Und die haben herausgefunden, wenn der Stuhl präpariert ist, dann wird er von Männern gemieden und von Frauen bevorzugt. Klingt irgendwie sehr plakativ, kommt einem auch schnell ein bisschen komisch vor. Und deswegen habe ich für euch mal in die Originalpublikation reingeschaut. Ist schwer zu finden mittlerweile, weil die ja hat tatsächlich ein paar Probleme, würde ich mal sagen. Ich habe euch mal die einzige Abbildung aus der Studie mitgebracht. Und es ist kein Diagramm, sondern es ist der hochwissenschaftliche Sitzplan. Tatsächlich, ja. Also wir sehen jetzt hier bei dem A, das ist der präparierte Stuhl. Es ist so eine leichte Symmetrie, was schon mal ein bisschen schwierig ist. Und dann bei dem Buchstaben D, rechts, da kommt man rein oder geht raus. Und man weiß jetzt natürlich gar nicht, wenn ich da hinten irgendwo reinkomme, weiß ich dann überhaupt, also kann ich überhaupt wahrnehmen, dass auf der anderen Seite des Raums Androstenon auf mich wartet. Das weiß man nicht so genau. Und ein viel größeres Problem meiner Meinung nach ist, und das hätte den Experimentatoren auch auffallen müssen, Androstenon ist ein Duftstoff. Manche Leute können das gar nicht wahrnehmen, was für die Definition von Pheromonen ein bisschen schwierig ist, weil das ja eigentlich auf alle gleich wirken soll. Aber manche Leute sagen, das finde ich riecht eher so nach Urin. Und mit den anderen werden die sich nie einig werden, weil viele andere Leute behaupten steif und fest, es würde eher nach Vanille und Honig riechen. Man hat mittlerweile herausgefunden, woran das liegt. Das ist eine Rezeptorkombination, die man in der Nase haben kann. Eine löst halt eher so ein Uringefühl aus und das andere sind eher so die Vanille-Vibes. Also das ist schon mal schlecht, dass Androstenon ein Duftstoff ist. Und ja, weil das so viel Zweifel an der Studie gibt, würde ich sagen, Janina, glaubst du die Studie? Definitiv nein. Nee, irgendwie ist das Käse. Also gibt es jetzt doch keine Pheromone. Das möchte ich so nicht stehen lassen. Stattdessen möchte ich euch gerne 4 Studien zeigen und am Ende könnt ihr euch am besten selbst eine Meinung darüber bilden, ob es menschliche Pheromone gibt oder nicht. Fangen wir mal an mit Studie Nummer 1. Die hat sich mit dem sogenannten Cycling-Effekt beschäftigt. Ja, darum ging es nicht. Es ging um den weiblichen Zyklus. Deshalb ging es um... Es ging um Stripperinnen oder auf Englisch Lab Dancers. Wie kam das? Da haben sich 2 Männer natürlich haben sich gefragt, wann haben eigentlich Stripperinnen ihr höchstes Trinkgeld? Fragen, die man sich im universitären Betrieb scheinbar ab und an einfach mal so stellt. Ist aber auch vielleicht gar nicht so verwunderlich. Ich habe ein bisschen über die Autoren recherchiert. Einer war auf jeden Fall Türsteher in einem der Clubs, in dem geforscht wurde. Also dieses spannende Duo hat sich diese Frage gestellt, hat es untersucht und auch veröffentlicht. Ist peer-reviewed. Ihr könnt die Studie unten sehen. Die haben herausgefunden, Stripperinnen haben ihr höchstes Trinkgeld tatsächlich, wenn sie ihren Eisprung haben. Das möchte man irgendwie so sofort glauben, weil es so plakativ ist und man denkt, ja, das macht Sinn, so muss es sein. Aber auch die Studie habe ich mir mal genauer angeguckt, denn sie wurde viel zitiert. Wahrscheinlich ohne die Studie vorher gelesen zu haben, weil die Studie ist durchaus problematisch. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie viele Stripper haben die denn untersucht? Und das waren halt gerade mal 18. Das ist nicht die Welt, kann man aber machen. Dann haben die Männer sich auch gefragt, naja, der Eisprung, wie können wir das machen? Naja, ist ja eigentlich ganz einfach, wir zählen das einfach ab. Das ist natürlich nicht gut. Ne? Wenn man so verhütet, hoffentlich wisst ihr alle, wird man sehr schnell schwanger. Also das funktioniert im Zyklus der Frauen nicht so gut. Und dann haben sie auch noch, weil sie sich dann an einigen Tagen unsicher waren, manche Tage gestrichen aus der Auswertung. Also ganz durcheinander, sowas sollte man besser gar nicht machen. Also schlechte Studie, andere Studie. Und ab jetzt macht euch mal keine Sorgen. Ab jetzt zeige ich euch gute Studien. Die nächste zum Beispiel ist in Nature publiziert, also absolut wasserdicht. Da ging es um einen Mythos, den kennt ihr vielleicht aus dieser Serie. Das war bei Sex in the City mal Thema, der Mythos, dass Frauen sich im Zyklus angleichen, wenn sie besonders viel Zeit miteinander verbringen. Und ja, tatsächlich konnten Forscher nachweisen, dass das so stattfindet, und zwar über Schweiß. Die haben den Eisprung einer Frau tatsächlich über Ovulationstests bestimmt und haben Schweiß gesammelt und haben herausgefunden, Ovulationsschweiß wirkt zyklusverlängernd auf andere Frauen und der Schweiß
Kurz vor der Ovulation wirkt Zyklus verkürzend auf andere Frauen. Und zwar im Schnitt um plus oder minus 2 Tage. Also insgesamt eine Spanne von 4 Tagen konnte erreicht werden. Ich glaube, jede Frau, die schon mal dachte, sie wäre schwanger, wird bestätigen, 4 Tage im Kosmos einer Frau ist enorm viel. Pharmakologisches Potenzial ist da. Ne? Wir reden viel über hormonfreie Verhütung. Das könnte ja mal ein Ansatz sein. Aber soweit ich weiß, wird daran leider gar nicht mehr weiter geforscht. Studie Nummer 2 hat sich eher mit einem Gefühl beschäftigt. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich glaube, jetzt gerade in der Corona-Pandemie kennt man das auch. Es geht um Angst, ja, aber nicht um Angst, sich anzustecken, sondern da ging es auch nicht um Todesangst, sondern es ging um Examensangst. Also da wurde Schweiß gesammelt von Studenten, die gerade ein Examen geschrieben haben. Die waren sehr nervös und andere Probanden im MRT mussten das riechen. Und da hat man rausgefunden, in dem MRT konnte man sehen, dass das bei den riechenden Probanden Areale aktiviert hat, die mit Empathie und Aufmerksamkeitskontrolle assoziiert sind. Auch pharmakologisch bedeutsam, wenn man an Menschen denkt, die zum Beispiel ADHS haben, also sehr große Probleme da haben, ihren Fokus zu halten. Okay, Studie Nummer 3 ist ein bisschen ernster. Da ging es um Tränen. Und zwar wurden Tränen gesammelt von Forschern, von Frauen, die sehr traurig waren. Also sie wurden vorher ein bisschen traurig gemacht. Ja, das mussten ein paar Männer im MRT riechen. Und kurz gesagt, wenn Männer unter dem Einfluss von Frauentränen stehen, ist tote Hose. Wir haben das rausgefunden, wir haben sehr gut gearbeitet und durften auch in Science publizieren, also auch so eine Art Vogue der Wissenschaft. 4 Dinge, die Männer haben selber in Fragebögen gezeigt, dass sie nicht so sehr sexuell erregt sind, also eher weniger. Sie haben Frauengesichter weniger attraktiv bewertet. Man konnte es auch im MRT sehen, dass Areale, die mit sexueller Erregung assoziiert sind, weniger aktiv waren. Und ganz wichtig, physiologisch konnte man das auch zeigen. Die hatten nämlich weniger Testosteron im Speichel, was wissenschaftlich gesehen ein sehr eindeutiges Indiz für weniger sexuelle Erregung ist. Dann kommen wir zur alles entscheidenden Studie Nummer 4. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum nennt sie ihren Vortrag Sex Smells, wenn davon dann nichts mehr kommt? Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Hier gab es ein paar nettere Forscher, die haben ihren Probanden, ich möchte sagen, anregende Filmchen gezeigt, sagen wir es mal so. Und die haben die damit ganz schön ins Schwitzen gebracht. Der Schweiß wurde gesammelt und auch wieder Leuten im MRT zu riechen gegeben. Die Negativkontrolle war emotionsloser Sportschweiß. Und auch Androstenon wurde hier getestet. Und Spoiler, Androstenon hatte gar keine Wirkung im MRT. Interessant, ne? Naja, und dann, wie ist es mit diesem, ich nenne es jetzt mal geilen Schweiß, erstmal vielleicht ein bisschen enttäuschend, ja, weil Areale, die so mit Sexualverhalten, Sexualkontrolle assoziiert waren, da ist gar nichts passiert. Und die Probanden haben auch gesagt, sie hätten gar nichts gerochen. Aber man hat im MRT gesehen, in der Auswertung, die haben wohl doch was gerochen, jedenfalls unterbewusst, denn das Gehirn hatte eine Aktivität in einem Areal, das mit Riechen assoziiert ist. Also irgendwas ist da schon passiert. Und sie waren auch aktivierter im Gehirn in einem Areal, das mit visueller Erwartung assoziiert ist, was vielleicht auch viel mehr damit zu tun hat, was die anderen schwitzenden Probanden so erlebt haben. Also kurz gesagt, geiler Schweiß macht Lust auf mehr. Und wenn ihr jetzt immer noch Lust auf mehr habt, weil ich bin jetzt am Ende, dann habe ich noch ganz kurz meine letzte Folie für euch. Ja, gibt es Pheromone? Ja, natürlich, bei Insekten und Tieren ist gar keine Frage. Bei Menschen, ihr habt die Studien gesehen, ihr könnt das jetzt selber beantworten, habt aber bitte immer im Hinterkopf, Pheromone sind keine Wundermittel, egal was euch da versprochen wird. Wir haben unseren freien Willen. Aber ein pharmakologisches Potenzial könnten sie trotzdem haben für bestimmte Personen mit bestimmten Erkrankungen. Und vielleicht sollte da auch mal mehr dran geforscht werden. Aber auch aufpassend ist angesagt, ne? Androstenon ist eben kein humanes Pheromon. Das war die falsche Fährte, der wir jahrzehntelang nachgerannt sind. Androstenon ist ein Duftstoff. Duftstoffe haben auch einen Einfluss auf den Menschen, aber eben halt nicht diesen reflexartigen, den Pheromone haben. Und ganz kurz am Ende kann man zusammenfassen, nicht nur Sex-Smells, sondern Angstschweiß löst Empathie aus, Tränen sind ein echter Abturner und geiler Schweiß macht Lust auf mehr. Und wenn ihr jetzt immer noch Lust auf mehr habt, weil ich bin jetzt am Ende, dann muss ich euch auf meine Internetseite verweisen, janinaexplainsitall.de oder auch, keine Ahnung, Instagram, was auch immer. Es gibt noch viele Geschichten auch über Schweiß zu erzählen. Dankeschön. Woohoo, Ekstase zu dir, Janina.
Danke. Du hast den Anfang gemacht heute und ich bin froh, jetzt auch diesen Vortrag zu kennen. Und ihr habt, wo immer ihr gerade seid, hoffentlich gut zugehört und schon mal überlegt, na, wie viele Punkte wollte ich da vielleicht für diesen Vortrag verteilen? Du kannst dich jetzt auf jeden Fall entspannen, zurücklehnen. Du kannst deinen Aufregungsschweiß trocknen lassen, den du vielleicht hattest, vielleicht auch nicht mehr. Und wahrscheinlich geht der jetzt bei unserem nächsten Slammy so richtig los. Haben wir doch mal ein bisschen Empathie mit Nils Angstschweiß. Du sitzt gerade, glaube ich, in Bremen, aber du bist an der Uni Jena im Bereich der Mikroökonomie tätig. Regionale Potenziale und Hindernisse auf dem Weg zur Bioökonomie. Darum soll es jetzt heute gehen. Wie viel Innovationspolitik brauchen wir und inwiefern kann sie helfen? Viele Wege führen zur Bioökonomie oder nicht? Eine Analyse der regionalen Transformationspotenziale. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, dass du da bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Bühne frei für Nils Grashoff. Ja, danke schön. Ich hoffe, ihr seht jetzt meine Präsentation. Vielen Dank für die Einladung und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich finde es immer wieder spannend, wie divers doch hier die Präsentationen sind. Ich habe heute tatsächlich erst meinen zweiten Science Slam, den ich heute euch vortragen darf und das auch noch mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Thema. Allein bei dem Wort Wirtschaftswissenschaften schalten wahrscheinlich schon viele von euch ab. Tut das bitte nicht. Ich habe mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, wie ich euch das Thema ein wenig näher machen kann und eigentlich näher bringen kann. Und eigentlich ist die Sache ganz einfach. Man muss sich einfach nur vorstellen oder man kennt diese Situation aus einem typischen Gespräch beim Klassentreffen oder auch beim Treffen mit den Kommilitonen, meistens an der Bar, wo man natürlich dann auch gerade zu später Stunde meistens sehr tiefgründige Gespräche führt. Und eine klassische Frage, die man sich dort immer stellt oder die dort aufkommt, ist, und was machst du so? In Corona-Zeiten, wie hier jetzt ein bisschen dargestellt, natürlich alles mit einem gewissen Abstand. Und was ich da natürlich mit gewissem Stolz sage, ist natürlich, okay, ich bin Wissenschaftler. Mein Gegenüber denkt dann meistens wohl an Folgendes, nämlich an Roboter, in Corona-Zeiten vielleicht auch an mRNA-Impfstoffen oder zumindest an einen Chemiebaukasten und Explosionen. Und oft erhalte ich dann tatsächlich diese Reaktion, eine sehr würdevolle oder eine sehr interessierte Person, die dort mich anschaut. Meistens kommt es dann aber auch zu der anschließenden Frage, was genau ich denn mache. Und darauf sage ich dann natürlich, ich bin Wirtschaftswissenschaftler. Darauf bekomme ich dann meistens diese Reaktion, eher eine gewisse Skepsis. Aber nach einer kurzen Bedenkzeit ist es dann meistens doch eher eine positive Reaktion, die ich erhalte. Denn als Wirtschaftswissenschaftler weiß man natürlich sofort, wie man mit Geld umgeht und wie man möglichst viel Geld verdienen kann. Klar. Wenn ich dann aber sage, dass ich nicht so eine Art von Wirtschaftswissenschaftler bin, sondern eher mich mit dem bioökonomischen Strukturwandel unter anderem beschäftige, dann ist die Reaktion doch eher wie folgt von meinem Gegenüber, nämlich die totale Verwirrung. Was ist denn ein bioökonomischer Strukturwandel? Das fragt ihr euch an dieser Stelle wahrscheinlich auch. Und vor allen Dingen Wirtschaft und Nachhaltigkeit, wie kann das denn überhaupt zusammengehen? Funktioniert das? Wenn man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt, warum ist es überhaupt relevant, dann kann man das eigentlich anhand der folgenden Abbildungen ganz gut darstellen, die jährlichen CO2-Emissionen in einigen Weltregionen darstellt. Keine Sorge, das ist tatsächlich meine einzige Abbildung mit Zahlen. Also da kommt jetzt nicht noch mehr Zahlen sozusagen. Und was man hier deutlich erkennt, ist, dass unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem, das ja im Wesentlichen auf der Nutzung von fossilen Rohstoffen und Ressourcen basiert, zu immer höheren Emissionen führt. Und angesichts des Klimawandels ist es daher notwendig, dass wir unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem nachhaltig umbauen. Genau hier kommt der Bioökonomie bei diesem erforderlichen nachhaltigen Wandel eine Schlüsselrolle
zu. Das heißt also, das Ziel ist eigentlich relativ klar. Das heißt also, die Wirtschaft, unser Wirtschaftssystem muss nachhaltiger werden. Wir müssen in diese Richtung der Bioökonomie gehen. Die Frage, die sich allerdings stellt, und da wird es ein wenig komplizierter, ist, wie man dieses Ziel am besten erreichen kann, ohne dabei natürlich unser aller wirtschaftliche Grundlage zu zerstören und damit verbunden auch natürlich unseren allen sozialen Zusammenhalt zu gefährden. Und so stehen natürlich einige Regionen vor der wirtschaftlichen Herausforderung, tatsächlich ihre Wirtschaftsstrukturen nachhaltig umzubauen. Und die Frage ist, wie sollten Sie dies machen? Welchen Entwicklungspfad sollten Sie sozusagen für sich auswählen? Ein Beispiel hierfür ist etwa die Lausitz-Region. Falls jemand aus der Lausitz im Publikum sein sollte, hoffe ich, dass man mir nicht böse ist für dieses Bild. Das Bild ist natürlich nicht unbedingt vorteilhaft für die Lausitz-Region. Es gibt natürlich auch an dieser Stelle erwähnt schöne Ecken in der Lausitz. Nichtsdestotrotz zeichnet sich natürlich die Lausitz-Region vor allen Dingen durch den industriellen Braunkohletagebau aus. Und aus Klimaschutzgründen ist genau dies aber natürlich keine zukunftsfähige Industrie. Das heißt, für die Politiker vor Ort stellt sich folglich die Frage, wie man diesen Strukturwandel hin zu einer eher nachhaltigen Industrie am besten begegnen sollte. Und an dieser Stelle muss man festhalten, das ist natürlich alles andere als eine wirklich einfache Frage für die Regionalpolitiker, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, die sie am Ende wählen können. Wie wir gesehen haben, verschiedene Wege, die letztendlich möglicherweise zu dem Ziel der Bioökonomie führen. Eine besonders skurrile beziehungsweise nicht so ganz durchdachte Idee ist an dieser Stelle, wie sollte es auch anders sein, natürlich die Flutung der Abbaugruben, um Badeseen für Touristen zu schaffen. Und tatsächlich diese eher skurrile Idee scheint tatsächlich bei einigen Kohleregionen besonders attraktiv zu sein, die sozusagen planen, eher touristische Hotspots zu werden. Hier sieht man zum Beispiel die Cottbusser Ostsee oder zumindest einen Teil schon von der Cottbusser Ostsee. Es gibt auch in anderen Regionen hier den Indersee oder aber er wird tatsächlich auch natürlich aufgrund seiner Ähnlichkeit, wie sollte es anders sein, als Indische Ozean genannt. Wie auch immer. Ob jetzt natürlich ein See wirklich alleine ausreicht, um vom Tourismus auch zu leben, ist an dieser Stelle mehr als fraglich. Aber vielleicht ist es auch keine so skurrile Idee und wir reisen dann in ein paar Jahren nicht an die Nord- oder Ostsee, sondern an die berühmte Cottbusser Ostsee. Wobei ich da tatsächlich an dieser Stelle doch große Zweifel dran habe, dass diese Idee wirklich nachhaltig erfolgreich sein kann. Stattdessen, dass man einfach die Abbaugruben mit Wasser im Aktionismus flutet, ohne einen gewissen Plan zu haben, und eigentlich nur darauf hofft, dass Touristen das für sich erkennen, diese Region, macht es eigentlich, nicht nur eigentlich, es macht viel mehr Sinn, sich auch die vorhandenen Kompetenzen in der Region einmal näher anzuschauen, um zu sehen, was die Region bereits kann und in welche Bereiche man sie am ehesten weiterentwickeln könnte. Das heißt also, es geht darum, einen gewissen Plan aufbauen auf den bereits vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen dieser Region zu entwickeln. Und wenn wir uns das Beispiel hier der Region A einmal anschauen, wo vor allen Dingen die Automobilproduktion in diesem Bereich Kompetenzen vorliegen, dann ist es für Region A, aufbauend auf diesen Kompetenzen, vor allen Dingen einfacher in verwandte Bereiche, wie etwa der Produktion von Motorrädern, Bussen oder auch Elektroautos, sich weiterzuentwickeln. Wohingegen es eher in nicht verwandte Bereiche wie die Textilindustrie oder etwa die Pharmaindustrie natürlich schwieriger ist, weil sie nicht die vorhandenen Kompetenzen haben. Folglich ist es für die Region A am einfachsten, in diese verwandten Bereiche sich weiterzuentwickeln. Was bedeutet das nun für die Bioökonomie bzw. für den nachhaltigen Wandel? Nun ja, es gibt natürlich regionale Unterschiede. Nicht alle Regionen haben die gleichen Kompetenzen, Fähigkeiten.
Region B in diesem Fall ist zum Beispiel eine grüne Region. Das heißt also, sie haben Kompetenzen in erneuerbaren Energien oder aber auch in der Biotechnologie, während Region C eher eine braune Region ist mit Kompetenzen in eher schmutzigen Industrien wie etwa dem Kohleabbau. Und wegen bereits vorhandenen Kompetenzen zeigen die Studien halt eher, dass dieser nachhaltige Wandel hin zur Bioökonomie für die Region B deutlich einfacher sein sollte aufgrund der vorhandenen Kompetenzen als für Region C. Oder anders gesagt, für Region B ist alles in Butter, schöner Wortwitz mit dem Bild, und für Region C, naja, da ist das nicht so ganz toll aufgrund ihrer vorhandenen Kompetenzen. Jetzt stellt sich natürlich aber die Frage, was wir mit diesen strukturschwachen oder aber auch braunen Regionen machen sollen, beziehungsweise was mit ihnen passiert. Eine Möglichkeit wäre jetzt zu sagen, naja, ist mir doch egal, wenn sich diese Regionen nicht wirklich anpassen können und auf der Strecke bleiben. Ob dies aber tatsächlich aus gesellschaftlicher Sicht wirklich so sinnvoll ist, darf sehr wohl bezweifelt werden, da dies natürlich bestehende Ungleichheiten verschärfen würde, beziehungsweise sogar neue Ungleichheiten zwischen den Regionen schaffen würde. Und genau an dieser Stelle kommt auch die Innovationspolitik ins Spiel, denn die Innovationspolitik könnte dafür sorgen, dass in diesen Regionen die vorhandenen Barrieren überwunden werden und tatsächlich auch die Potenziale, die ja vorhanden sind, durchaus zur nachhaltigen Entwicklung gefördert werden. Und ein Beispiel oder drei Beispiele hierfür wären zum einen der Aufbau von Netzwerken zu bereits spezialisierten grünen Regionen oder aber strukturschwachen Regionen, um sozusagen das Wissen und die Kompetenzen aus diesen Regionen zu erhalten. Darüber hinaus wäre auch eine Möglichkeit, neue Forschungseinrichtungen und Universitäten anzusiedeln, um ebenfalls neues Wissen aufzubauen. Oder drittens die Umschulung bzw. Weiterbildung der vorhandenen Beschäftigten, um so ebenfalls neue Kompetenzen in der Region aufzubauen. Es bedarf aber an dieser Stelle natürlich auch noch weiterer Forschung. Deswegen fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung auch unter anderem das Forschungsprojekt Biotop, wo ich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Bremen, Berlin und Marburg die Potenziale bzw. Barrieren für einen solchen bioökonomischen Strukturwandel anhand auch noch weiterer Faktoren, also nicht nur anhand dieser Kompetenzen, untersuchen. Darüber hinaus identifizieren wir darauf aufbauend neue Ansätze in der Innovationspolitik und besprechen diese auch mit Politikern, denn natürlich im Elfenbeinturm der Universitäten kann man immer viele tolle Ideen entwickeln, aber ob diese am Ende dann tatsächlich auch praktikabel umsetzbar sind, ist eine zweite Frage. Daher halten wir hier an dieser Stelle Rücksprache mit der politischen Praxis. Und am Ende sollen dann die Ergebnisse auch in exemplarische Anwendungen, wie etwa ein Simulationsmodell, einfließen, um sie dann auch tatsächlich praktisch zu testen. Und mit diesen Infos zu unserem Forschungsprojekt möchte ich mich auch gerne für eure Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass der Vortrag euch gefallen hat und wünsche euch dann noch viel Spaß mit den weiteren Science Labs. Vielen Dank. Ekstase zu dir, Nils. Yes. Jetzt hast auch du es geschafft. Atme schön durch. Vielen, vielen Dank. Ach, es ist auch immer wieder eine Wonne, euch zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Du entspannst dich, wir machen gleich weiter, denn ihr habt ja nach wie vor im Hinterkopf, wie viele Punkte ihr gleich verteilen wollt. Das war ja so ungefähr ein Punkt, da hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass es den eigentlich nicht gibt, aber vielleicht verteilt ihr ja 10 Punkte. Also behaltet das schon mal im Hinterkopf. Jetzt freue ich mich auf Mila. Wir haben uns auch schon mal live gesehen und zwar in Braunschweig. Also das ist mal so richtig was Besonderes. Du bist aus der Universität in Göttingen. Wo bist du denn jetzt gerade, Göttingen oder Braunschweig? Ich bin gerade in Göttingen. Alles klar. Du bist da in der Abteilung Zuchtmethodik der Pflanze. Es geht bei dir um Mais und was du daran so spannend findest. Und es geht um die experimentelle Evolution von Mais. Ich bin sehr, sehr gespannt und sage Bühne frei von Bühne frei von Mila. Nein, Bühne frei für Mila Tost. Bitte schön. Vielen Dank. Dann fange ich direkt mal an. Ich hoffe, ihr seht alle meinen Bildschirm. Ja, gehe ich jetzt mal davon aus. Hallo. Wie gesagt, ich bin in Göttingen gerade. Und vielleicht, falls ihr Göttingen nicht kennt,
so sieht Göttingen ungefähr aus oder das ist zumindest unser Wahrzeichen. Und ja, wie ihr seht, habt ihr jetzt vielleicht nicht so viel verpasst, wenn das schon unser Wahrzeichen ist, auch genannt der Blaue Turm. Allerdings habt ihr doch was verpasst, weil in Göttingen haben wir eine ganz tolle Uni und in dieser Uni gibt es eine ganz tolle Abteilung und die Abteilung heißt Zuchtmethodik der Pflanze und wir arbeiten unter anderem mit Ackerbohnen, Mais, aber auch mit Farbwalzen, Raps und so. Ja, aber wie gesagt, vor allen Dingen mit Mais. Und warum Mais so cool ist und warum ich mit Mais arbeite, will ich euch jetzt vermitteln. Und ich habe auch eine Laudatio geschrieben, genauso wie der Sebastian, für Mais. Ja, und die Laudatio oder der Song wird euch vielleicht an einen anderen Song erinnern von einer Band, die hat das Ganze von ein paar ForstwissenschaftlerInnen bekommen. Und ja, die haben halt meinen Song geklaut und den auf Holz umgedichtet. Aber eigentlich kommt die Idee von mir, muss ich nochmal sagen. Ja. Ah, jetzt spende meine Präsentation. Also ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich und mein Mais, ich und mein Mais. Der Song beginnt und bekommt ein Thema. Und dieses Thema, es heißt Mais. Mais sieht schön aus, Mais ist vielseitig, ich und mein Mais, ich und mein Mais. Du kannst ihn kochen, du kannst ihn auch grillen, ich und mein Mais, ich und mein Mais. Ja, wenn du ihn kochst, dann ist er leicht bekömmlich, wenn du die Blätter isst, dann nicht. Und jetzt mal alle ins Feld. Ich und mein Mais, ich und mein Mais, ich und mein Mais, Maisi, 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 Mais. Ich und mein Mais, best friends forever, HD, GDL. Wir sind unzertrennlich, unverständlich. Warum nicht jede zum Thema Mais eine Forschungsarbeit schreiben will. Und nicht nur, wenn man tolle Fotos auf dem Feld machen kann, sondern man kann auch ganz viel programmieren. Ich und mein Mais, ich und mein Mais. Mit Mais kann man voll gut Selektion nachbauen und den Ergebnissen kann man dann auch vertrauen. Das ist crazy, dieses Zeug. Und auch wenn ihr vielleicht doch lieber was über Pilze hören wollt und euch ein Mais-Text weniger gefällt als ein Song von David Hasselhoff, hoffe ich, eure Meinung doch noch zu ändern. Bei Mais braucht man zum Beispiel gar nicht gendern, denn der männliche und weibliche Teil sind in einer Pflanze vereint und Mais selbst hat es auch immer nur gut gemeint. Let's take us some different kind of Mais als Grundnahrungsmittel. Zuckermais, Popcornmais, Polentamais, Futtermais für die Tiere, Silomais auch für die Tiere, aber ansonsten haben wir auch noch Stärkeplastik für Biomastik. Bioplastik, that is so fantastic or amazing. Wait for it. Amazing. Somit gehört Mais zu den heftigsten Grundnahrungsmitteln hier im Block. Ja, jetzt seid ihr wahrscheinlich richtig heiß darauf, woran ich forsche, weil ja, dieser Mais-Text euch richtig in Ekstase gebracht hat, um es in Insinas Worten zu sagen. Ja, ich speziell forsche an experimenteller Evolution, sagt vielleicht jetzt nicht so vielen was. Also eigentlich wollen wir vor allen Dingen herausfinden, wie wirkt sich Selektion auf die genetische Zusammensetzung von Pflanzen aus, beziehungsweise auf die DNA von Mais. Und das haben wir gemacht, indem wir eine unselektierte Population genommen haben und diese für kleine und große Pflanzen selektiert haben. Und dann haben wir deren DNA untersucht, um nach Unterschieden zu gucken, um herauszufinden, welche Region in der DNA sind betroffen, wenn wir selektieren oder was passiert speziell mit der DNA, wenn wir selektieren. Und haben dadurch halt Gene identifiziert. Und was das Besondere ist an unserer Studie, dass wir zwei Populationen, in unserem Fall, ja, wir haben mit dem Beispielmerkmal Pflanzenhöhe gearbeitet, also wir haben zwei Populationen für kleine Pflanzen selektiert und zwei Populationen für große Pflanzen und haben dann deren DNA jeweils untersucht. Und das Tolle daran ist, wenn es zum Beispiel Fehler gibt, also durch spezifische Umweltfaktoren, irgendwas selektiert wurde, sage ich mal, durch eine spezifische Umwelt oder irgendwelche anderen zufälligen Faktoren, können wir das ausschließen. Das heißt, wir sehen hier, kommt in beiden Populationen vor, also dieses Gen scheint sich erhöht zu haben in beiden Populationen, wohingegen dieses Gen nur in der einen Population vorkommt. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Fehler hervorgerufen durch Zufälligkeit, spezifische Umweltfaktoren, was auch immer. Das heißt, wir können Fehler besser ausschließen. Und wir sind tatsächlich die erste Arbeitsgruppe,
die mit wiederholter Selektion gearbeitet hat bei einer landwirtschaftlichen Kulturpflanze, laut der Literatur. Also das ist schon mal, ja, sehr vorteilhaft. Und ja, nochmal ein tolles Foto hier, um nochmal ein tolles Foto hier einzubringen. Ja, das sind die Kleinpflanzen oder ich und die Pflanzen, die klein selektiert wurden, und ich und die Pflanzen, die groß selektiert wurden. Und nein, ich bin nicht geschrumpft in der Zwischenzeit, ist der gleiche Tag, sonst ist da kein Unterschied. Seht ihr auch am gleichen Outfit. Das ist kein Trick. Ja, und da ich die ganze Zeit von Genen spreche und der DNA, möchte ich hier nochmal betonen, da wir die komplette DNA erfassen wollen, müssen wir uns halt auch wirklich die komplette DNA angucken. Das heißt, wir haben uns wirklich das komplette Genom einer Pflanze angeguckt. Das heißt, das Genom ist die Gesamtheit des genetischen Materials einer Maispflanze in unserem Fall. Also es gibt auch Genome von Menschen und so, aber wir haben uns speziell das Genom von Maispflanzen angeguckt, um wirklich zu erfassen, wie sich Selektion auf das komplette Genom auswirkt. Und das sind sehr viele Daten. Das heißt, würde man, oder das Genom ist sehr, sehr groß, würde man das Genom einer Maispflanze jetzt nehmen und auf Papier drucken, dann würde das ungefähr 6000 Mal Harry Potter und dem Gefangenen von Azkaban entsprechen. Also die Menge an Papier, die wir dann produzieren, oder die Menge an Büchern, die wir brauchen, um das auszudrucken. Und hätte man jetzt meine komplette Forschungsarbeit ausgedruckt oder den Rohdatensatz meiner Forschungsarbeit, dann wäre das ungefähr so eine Büchermenge, hätte das eine Büchermenge von 600.000 Büchern Harry Potter und der Gefangene von Azkaban entsprochen. Also das waren 400 Maisgenome, sprich 600.000 verschiedene Bücher Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, damit hätte man eine komplette Bücherei schon füllen können mit diesen Rohdaten, wobei in den Büchern hätte nur der genetische Code bestanden, also diese Basenkombination. Nicht vielleicht spannend, deshalb arbeiten wir bei uns in der Zuchtmethodik der Pflanze mit ganz viel Bioinformatik-Software, um das überhaupt in sinnvolle Informationen übersetzen zu können, und dann auch mit relativ viel Statistik, um dann auch zu untersuchen, ob was wirklich selektiert wurde. Und ja, was wir bei diesen Auswertungen herausgefunden haben, war, dass wir wirklich Fehler besser ausschließen können. Und was mich super überrascht hat, dass wir kürzere Distanzen zwischen Markern und Genen haben. Also das kam echt überraschend für mich. Jetzt fragt ihr euch, was sind Marker? Weil ich die ganze Zeit vorher von Genen gesprochen habe. Also, wir erfassen nicht immer Gene. In der Forschungsarbeit haben wir speziell Marker erfasst. Und ein Marker ist sozusagen ein Indikator für ein Gen. Sprich, ein Marker ist so nah oder an einem Gen, dass das immer zusammen vererbt wird. Das heißt, wenn wir einen Marker sehen, wissen wir, da ist auch das Gen. Und ja, wir haben die Marker erfasst. Und um das Ganze jetzt so ein bisschen einfacher verständlich zu machen, habe ich das übertragen auf unser wunderschönes Göttingen-Beispiel. Also der blaue Turm kann sozusagen ein Indikator für die Stadt Göttingen sein. Das heißt, wir fahren mit dem Zug durch Deutschland, wissen nicht, wo wir sind, sehen den blauen Turm, und dann wissen wir, wir sind in Göttingen, weil wir sehen den blauen Turm. Das Wahrzeichen der Stadt das Wahrzeichen der Stadt Göttingen. Also ein Marker hilft uns, um ein Gen zu identifizieren, oder ein Wahrzeichen hilft uns, um eine Stadt zu identifizieren. Und ja, was heißt, ihr wart näher dran, oder was heißt, dass wir näher dran waren? Also habe ich jetzt nochmal unser tolles Beispiel nochmal mehr übertragen. Also wenn wir jetzt, sagen wir, eine Distanz von 1000 Basenpaaren in 1 Kilometer umrechnen, dann entspricht das komplette Maisgenom ungefähr einer Strecke von der Sonne bis zur Erde. Um uns dann genauer sozusagen, ich habe jetzt nur ein Gen rausgesucht von den Genen, die ich gefunden habe. Dann nehmen wir jetzt dieses Gen, dann müssen wir da näher ranzoomen, und dann sind wir auf einmal irgendwo in also irgendwo in Europa. Und dann sagen wir jetzt mal, unser Gen ist wirklich Göttingen. Wo sind die Marker oder die Indikatoren für die Stadt Göttingen? Ja, die Marker für unser Gen. Dann haben wir Marker gefunden, die so der Distanz von Göttingen bis zum Blauen Turm entsprechen werden, also 1 Kilometer, also eigentlich direkt in der Stadt.
oder die Burg Plesse, die ist 9 Kilometer von Göttingen entfernt, oder der Braunschweiger Löwe, der ist schon ein bisschen weiter weg, aber trotzdem noch so, er ist immerhin in Niedersachsen. Wohingegen, also das sind die Marker, die wir gefunden haben, wohingegen die vorherigen Studien, so den Berliner Fernsehturm oder den Stephansdom in Wien gefunden haben, um damit Gene zu identifizieren. Also das wäre so, als würde man den Berliner Fernsehturm nehmen, um Göttingen als Stadt zu identifizieren. Was vielleicht Sinn ergibt, wenn wir wirklich aus dem Weltall schauen, weil wenn wir den Berliner Fernsehturm sehen, aus dem Weltall betrachtet, ist da ja auch irgendwo Göttingen. Aber wenn wir ganz genau wissen wollen, wo Göttingen liegt, müssen wir uns wirklich schon am Blauen Turm orientieren und können nicht den Berliner Fernsehturm oder den Stephansdom in Wien nehmen. Ja, und das ist nicht zufällig bedingt, das ist mir dann halt auch aufgefallen. Klar, dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Hat viel mit Meiosis oder hat was mit Meiosis, Rekombination, Crossing Over zu tun. Also ist keine Magie, wie diese Folie vielleicht, verahnen lässt, aber ja, um das zu erklären, habe ich leider keine Zeit mehr, aber ja, nur so im Raum gestellt. Vielleicht sagt es auch noch vielen was aus Biologie 10. Klasse, hoffe ich, aber ja, das war es ansonsten. Und wenn ihr mehr über Pflanzenzüchtung erfahren wollt oder noch mehr tolle Maisfotos sehen wollt, guckt gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir sind bei Instagram, Twitter, TikTok oder ja, kann doch einfach mal im Internet schauen. Ja, das war's. Sag ich dann nur. Vielen, vielen herzlichen Dank, Mila Tost, der Wahnsinn. Also, ich habe dich jetzt schon 3-mal slammen hören und deine Vorträge waren jedes Mal so unterschiedlich. Also am Anfang war es noch ganz gereimt, durchgehend. Jetzt ist ein Lied mit drin. Wirklich Respekt für diese Vielfalt und dass es immer was Neues gibt. Herrlich. So. Es ist ja wieder gereimt, weil letztes Mal war sehr viel Enttäuschung, dass ich nicht mehr reime. Sehr, sehr schön. Also vielen Dank und jetzt kannst du erstmal ganz in Ruhe entspannen. Und ich finde, wir stoßen einfach mal zwischendurch miteinander an. 2 Slammies waren schon dran, jetzt geht es gleich noch weiter. Ich freue mich auf den nächsten. 3 Slammies waren schon dran und wir sind nämlich jetzt schon beim Ende. Habt ihr denn alle was zu trinken? Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was trinkt ihr denn so heute Abend? Und dann stoßen wir mal an auf dich, Malte. Ja, Prost. Prost. Mein Glas ist leider schon leer. Wir sind ja zu Hause, vielleicht ist der Gang zum Kühlschrank nicht ganz so weit. Schön, dich kennenzulernen. Wir kennen uns nämlich noch nicht. Du bist gerade in der Technischen Universität in Braunschweig am Institut für Werkzeug-, Maschinen- und Fertigungstechnik. Du hast jetzt, und darum ist es eigentlich ganz passend, dass du als Letzter dran bist, den Nachtisch für uns sozusagen. Du treibst unseren Blutzuckerspiegel jetzt nochmal in die Höhe, denn es geht um einen Kuchen vom Ökostrom. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich auf deinen Vortrag und sage Bühne frei für Malte Schäfer und seinen Nachtisch. Vielen herzlichen Dank für diese famose Anmoderation. Ich starte mal eben meine Präsentation. Vielen herzlichen Dank. Wie Insina schon gesagt hat, heute geht es hier um Ökostrom und um Kuchen, also 2 Dinge, die ihr wahrscheinlich genauso famos findet wie ich. Starten wir direkt rein. Wenn wir uns einen Kuchen betrachten, einen leckeren Kuchen, der wird aus Teig gemacht und im Kuchenteig kommt alles zusammen. Wir haben unsere Zutaten, die werden vermengt, der Kuchen wird gebacken und am Ende wird er in Kuchenstücke zerteilt und auf alle hungrigen Menschen aufgeteilt. Jetzt betrachten wir unser Stromsystem, unser elektrisches Energiesystem. Im Stromnetz ist es eigentlich ganz genauso. Hier kommt auch alles zusammen. Wir haben verschiedene Arten von Kraftwerken, die produzieren Strom. Das sind diese kleinen Elektronen, die hier in grün und grau dargestellt sind. Wir haben Windkraftwerke, wir haben Kohlekraftwerke und andere Kraftwerke. Im Netz kommt alles zusammen. Und am Ende landet es bei den KundInnen, die den Strom verbrauchen. Wir stellen also fest, keine große Verwunderung, im Grunde ist das Stromnetz und das Energiesystem nichts anderes als ein Kuchen. Und die Gemeinsamkeiten hören da noch nicht auf. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben hier einen Kuchen, der wird gebacken und zwar zur Hälfte aus Zutaten, die bio sind, also das Bio-Label tragen und zur anderen Hälfte eben aus Nicht-Bio-Zutaten.
Am Ende wird das Ganze aufgeteilt. Wieder hungrige Mäuler sind zu stopfen mit Bio-Stücken, mit Kuchenstücken, die teilweise aus Bio-Zutaten bestehen und teilweise eben nicht. Wie es der Zufall so will, haben wir bei uns in Deutschland zurzeit etwa 50% Ökostrom. Das heißt 50% Strom aus erneuerbaren Energien und 50% aus anderen Quellen. So wie das hier dargestellt ist. Und dann kommt dieser Strom am Ende bei den KundInnen an, die diesen Strom verbrauchen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie teilt sich das Ganze auf? Welcher Strom landet bei wem? Dazu gibt es mehrere Methoden. Wenn wir uns den Kuchen betrachten, diese Aufteilungsmethode nennen wir einfach mal die physikalische Methode. Also im Teig wird alles vermengt, wie gesagt, und dann landet am Ende bei jeder Person ein Stück Kuchen, was zu 50% aus Bio-Zutaten besteht. Also halb Bio, halb nicht, aber alle Kuchenstücke sind gleich. Jede Person bekommt das Gleiche. Die zweite Option der Aufteilung wäre so: Die Hälfte der Leute bekommt ein Kuchenstück, was absolut 0% Bio ist, und die andere Hälfte bekommt 100% Bio. Also, wir nennen das mal die ökonomische Aufteilung. Ich kann mir aussuchen, entweder Bio oder nicht Bio. Wenn wir zu unserem Strom zurückspringen, zu unserem elektrischen Strom, gibt es hier ganz genau die gleiche Aufteilung. Wir können entweder sagen, die Hälfte des Stroms, des Biostroms, landet bei jedem der Leute. Also jeder hat 50% Ökostrom und 50% Reststrom. Oder wir können sagen, die Hälfte der Leute bekommt 100% Ökostrom und die andere Hälfte bekommt 0% Ökostrom. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich so eine ökonomische Nachverfolgung eigentlich machen? Und die Antwort darauf sind Herkunftsnachweise. Herkunftsnachweise sind nichts anderes als Nachweis darüber, dass Strom aus einer bestimmten Quelle kommt, also zum Beispiel eine erneuerbare Energiequelle, wie zum Beispiel hier diese Windkraftanlage. Die produziert Strom, den sie dann ins Netz einspeist. Herkunftsnachweise dürfen nur einmal vergeben werden und nicht doppelt. Das heißt, für jede Kilowattstunde Strom, die produziert wird, gibt es nur einen solchen Herkunftsnachweis. Und außerdem besagt er, dass jeder Strom, der produziert wird, auch innerhalb des gleichen Jahres verbraucht werden muss. Wenn man das also so zusammenfasst, dann sind diese Herkunftsnachweise eigentlich nichts anderes als sowas wie Biolabels für Elektronen. Vergleichen wir mal beides miteinander. Wenn wir unser Biolabel anschauen, für ökologisch produzierte Lebensmittel, besagt das aus, was darf hier rein? Ganz viel Liebe in dem Fall für die Biolebensmittel. Keine Giftstoffe, keine synthetischen Pflanzenschutzmittel, das darf nicht rein. Und Bio macht linksgrün versiffte Gutmenschen glücklich. Unsere Herkunftsnachweise, genau das Gleiche. Regeln, was rein darf, also Strom aus erneuerbaren Energien, was nicht rein darf, zum Beispiel Kohlestrom, und macht ebenso linksgrün versiffte Gutmenschen glücklich. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so den Überblick haben, wir haben die Aufteilungsformen kennengelernt und Herkunftsnachweise, welcher dieser Aufteilungen macht jetzt Sinn und warum und wie kann das geschehen? Erstmal, die physikalische Aufteilung ist ziemlich intuitiv, würde ich behaupten. Wir haben kennengelernt, dass im Netz und im Teig alles miteinander vermengt wird. Und deswegen würde ich sagen, dass sich jeder hier an dieser Meinung anschließen kann. Jetzt ist die Frage, kann da so eine ökonomische Aufteilung vielleicht auch gelingen, zum Beispiel mittels dieser Herkunftsnachweise, die wir kennengelernt haben? Gucken wir uns mal eine mögliche ökonomische Aufteilung an, wie sie im Detail funktionieren könnte. In der Kuchenwelt wäre das so: Wer Kuchen, wer Bio bezahlt, bekommt auch Bio. Das bedeutet, ich zahle ihr Geld und bekomme dafür ein Kuchenstück mit Bio-Label drauf. Ganz genau analog in der Ökostromwelt. Wer für Ökostrom bezahlt, der bekommt auch Ökostrom und der Rest eben nicht. Der bekommt Reststrom. Die Frage natürlich ist, wie viel bezahle ich denn eigentlich für diesen Ökostrom? Also ein Indikator, ob dieser Markt hier gut funktioniert für den Ökostrom, ist dafür, wie der Preis dafür aussieht. Wir gucken uns erstmal Graustrom an. Also Graustrom ist nichts anderes als der Strommix von allen Erzeugungsquellen in Deutschland, sowohl die erneuerbaren als auch die nicht erneuerbaren. Und wenn wir jetzt den Preis damit vergleichen, mit dem Ökostrom, sehen wir, dass der jetzt ziemlich genau gleich ist. Also wenn man auf einschlägigen Vergleichsportalen nachsieht, merkt man, hier ist kein großer Unterschied. Ist eigentlich ganz schön, ne? Gutes Gewissen, ist günstiger als gedacht. Woran liegt das jetzt, dass der Strom gleich teuer ist und nicht etwa teurer, wie man vielleicht vermuten würde? Ein Grund ist, dass die Herkunftsnachweise, die wir schon kennengelernt haben, leider einfach viel zu günstig sind. Der Markt hier für diese Herkunftsnachweise ist leider nicht transparent. Wir können das also wie zum Beispiel den Börsenstrompreis nicht einfach online nachgucken, sondern es wird sehr
intransparent gehandelt, aber wir wissen, dass der Preis deutlich unter 1 Cent pro Kilowattstunde liegt. Das ist relativ wenig, verglichen mit den 30 Cent pro Kilowattstunde, die wir so als PrivatkundInnen für unseren Strom so zahlen, ist das ein sehr kleiner Anteil. Warum sind jetzt die Herkunftsnachweise so günstig? Hier in Europa werden diese Herkunftsnachweise im ganzen Kontinent, also in ganz Europa, gehandelt. Wir haben aber europaweit gesehen ein viel größeres Angebot an diesen Herkunftsnachweisen als eine Nachfrage. Und dann leuchtet ein, wenn wir ein sehr großes Angebot haben, eine geringe Nachfrage, dann haben wir einen Preis, der sich einpendelt, der sehr gering ist. Diese besagte deutlich unter 1 Cent pro Kilowattstunde. Der zweite Grund neben dem geringen Preis für die Herkunftsnachweise ist, dass wir alle, und zwar nicht nur Ökostromkundinnen, sondern alle Stromkundinnen für Ökostrom bezahlen. Wie funktioniert das genau? Wir schlüsseln mal den Preis auf für Strom und wir sehen, dass ungefähr knapp ein Viertel gehen an EnergieanbieterInnen, an StromhändlerInnen und so weiter. Ungefähr ein Viertel geht an die EEG-Umlage, das zahlen alle KundInnen. Das EEG steht für Erneuerbare Energiengesetz. Das geht direkt an die BetreiberInnen von erneuerbaren Energienanlagen, also Windkrafträder und Photovoltaikanlagen zum Beispiel. Und der Rest, gut die Hälfte, geht an den Staat und an Netzbetreiber. Wie schon gesagt, dass diese Komponenten, das zahlen sowohl Ökostromkundinnen als auch Graustromkundinnen. Und der einzige Unterschied ist dieser kleine Aufschlag eben für Ökostromkundinnen, aber je nach Preisgestaltung ist das manchmal gar nicht bemerkbar. Wir sehen also, dieser EEG-Anteil, der hier dargestellt ist, ist deutlich größer von seiner Menge her als der Preis für einen Herkunftsnachweis. Aber er ist da, dieser Anteil. Das Problem ist nur, er landet eben vor allem bei HändlerInnen von Herkunftsnachweisen und nicht da, wo er vielleicht gewünscht ist, nämlich, dass er einen Anreiz bietet zum Ausbau von erneuerbaren Energien. Das Fazit ist also, die Energiewende, also hin zu erneuerbaren Energien, das bezahlen wir alle StromkundInnen und nicht etwa nur StromkundInnen, die Ökostrom extra beziehen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in unsere Kuchenwelt, bedeutet das, alle, also Bio- und Nicht-Bio-KäuferInnen, bezahlen für die Bio-Zutaten in unserem Kuchen. Kuchen mit und ohne Bio-Label kosten ungefähr gleich viel. Physikalisch gesehen sind eigentlich in allen Kuchenstücken gleich viel Bio drin, nämlich 50%. Und die Leute, die am Ende so ein kleines Etikett mit Bio auf das Kuchenstück machen, die verdienen damit Geld. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich fair? Die suggestive Art der Fragestellung von mir hat es vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen. Ich denke nicht. Und die Frage ist, wie machen wir es besser? Und zwar zur einen Seite, wie verteilen wir den Kuchen jetzt richtig? Und auf der anderen Seite, wie, wenn ich das möchte, bekomme ich denn ein echtes Bio-Kuchenstück, das seinen Namen auch verdient hat? Zur Aufteilung, wie verteilen wir das Ganze richtig? Das ist ziemlich einfach. Wir bleiben bei der physikalischen Methode. Das ist einzig sinnvoll, wie ich hoffentlich gezeigt habe mit den Herkunftsnachweisen. Das ist eigentlich nur eine Umetikettierung. Und zur zweiten Frage, das läuft unter dem Stichwort Bio-Kuchen für SelbstzahlerInnen. Dazu haben wir zwei Optionen. Entweder ich bringe zu unserer Backparty, die wir haben, alle Bio-Zutaten selber mit und bezahle die auch. Oder ich backe einfach kleine Bio-Muffins, statt mich am großen Kuchen zu beteiligen. Die Option A sieht so aus. Ich bringe die Zutaten selber mit. Das heißt, in der Stromwelt, ich bezahle einen Projektierer dafür, dass er Energieanlagen bereitstellt, erneuerbare Energieanlagen errichtet, die genau so viel Strom produzieren, wie ich selber brauche, und finanziere die gesamten Kosten, die dabei entstehen. Das wird oft auch Power Purchase Agreements genannt oder PPA. Die Option B, das sind Muffins. Also ich habe meine eigenen Biozutaten, ich backe meinen kleinen Muffin für mich selber, anstatt mich am großen Kuchen zu beteiligen. In der Stromwelt wäre das, ich habe eine Photovoltaikanlage, die ich bei mir aufs eigene Dach pflanze, die meinen eigenen Strom produziert. Damit habe ich beim Fall von Muffin 100% Bio, beim Fall von der Photovoltaikanlage 100% Ökostrom. Wichtig ist hier und auch bei der Option A das Kriterium der Zusätzlichkeit. Was ist Zusätzlichkeit? Das heißt nicht anders als mein Geld wirkt. Wenn ich alle Biozutaten selbst mitbringe, dann ist das Resultat, der Bioanteil des Kuchens wächst. Wenn ich eigene Muffins backe, statt mich am Kuchen zu beteiligen, ist das Resultat, es gibt neue zusätzliche Bio-Muffins, die es ohne mein Tun nicht gegeben hätte. Und was machen jetzt solche, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Anlage auf ihr Dach zu pflanzen, weil sie zum Beispiel in so einem Mehrfamilienhaus wohnen? Auch hier gibt es die Möglichkeit, und das als Tipp für euch da draußen, wenn ihr Ökostrom bezieht, dann achtet darauf, dass ihr Strom dort bezieht,
bei denen, die selber Anlagen betreiben, erneuerbare Energienanlagen betreiben und nicht einfach nur die Herkunftsnachweise separat einkaufen. Außerdem sollten diese Anlagen neue Anlagen sein, das heißt in den letzten 5 Jahren gebaut worden maximal, und sie sollten zukünftig auch weiter Geld in den Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen stecken. Dazu gibt es auch hier Vergleichsportale, hier einmal eins eingeblendet, wo man genau nach diesen Kriterien eben suchen kann. Fassen wir also zusammen. Der Kuchen besteht derzeit zu 50% aus Biozutaten. Damit hat auch jedes Kuchenstück diesen Anteil Biozutaten. Wenn ich ein 100% Biokuchenstück möchte, dann sollte ich entweder die Zutaten selber mitbringen oder selber eigene kleine Biomuffins backen oder eben direkt dort beziehen, wo Leute selber Anlagen betreiben und auch zukünftig Anlagen bauen werden. Als letzten Vorschlag noch, wir könnten auch einfach weniger Kuchen essen, aber die Frage ist, schmeckt uns das denn wirklich? Guten Appetit! Vielen, vielen Dank für den köstlichen Nachtisch. Herzlichen Dank, Malte. Dein Applaus, den du hoffentlich fühlst, weil alle Zuschauer ihn direkt zu dir schicken. Es ist schon geschafft. Alle Vorträge sind gehalten. Ich gratuliere euch jetzt schon mal dafür. Und Malte, du kannst jetzt erstmal dich zurücklehnen. Du hast es auch geschafft. Wir kommen gleich einfach nochmal miteinander ins Gespräch, aber jetzt seid ihr ja dran. Jetzt ist Voting Time. Dazu kriegt ihr jetzt eine Folie eingeblendet mit einem Code, der euch zu Mentimeter führt, einer Plattform, wo ihr jetzt einfach abstimmen könnt. Unten wird auch nochmal der Code eingeblendet. Das heißt, er ist auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr jetzt auch gucken. Oder aber ihr besucht hier bei www.mentimeter mit dem folgenden Code unser Science Slam Voting und stimmt ab. Denn ihr könnt ja Punkte verteilen für jeden Slammy. Also bitte nicht nur für euren favorisierten Vortrag abstimmen, sondern wirklich Punkte für alle verteilen. Und daraus ergibt sich dann irgendwie ein Gewinni. Und ich freue mich drauf und bin sehr gespannt. Aber natürlich, dabei sein ist alles. Ihr bekommt jetzt ein bisschen Zeit dafür. Seht einfach zu, dass ihr jetzt schnell abstimmt, denn dann können wir umso schneller das Gewinni küren und nochmal miteinander anstoßen. Vielen Dank, voten jetzt. So, und wir gönnen uns doch nochmal die Zeit und kommen miteinander ins Gespräch. Erstmal vielen Dank nochmal. Malte, war das jetzt eigentlich deine Premiere? Nein, ich habe schon mal geslammt, aber das ist schon mindestens 2 Jahre her und das war auch zu einem anderen Thema. Das war jetzt nach längerer Pause mal wieder zurück. Wow, ja, sehr, sehr schön. Also das heißt, du hast sogar schon mal live auf einer Bühne gestanden und Science Slam betrieben. Ich durfte schon mal im Haus der Wissenschaft tatsächlich slimen. Das war richtig cool. Sehr cool. Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt auf diese Weise begegnet sind. Danke für diesen Vortrag mit Lösungsansatz. Das ist ja immer toll, wenn man irgendwie am Schluss auch weiß, wie kriegt man denn jetzt aber eine Lösung hin, wenn die Politik vielleicht auch langsamer ist, als wir uns das wünschten. Was kann man denn da tun, um wirksam zu bleiben? Ihr könnt gerne, ich würde es gerne auch mit eröffnen, miteinander auch ins Gespräch kommen, wenn ihr noch Fragen füreinander habt. ZuschauerInnenfragen habe ich keine gesehen. Ansonsten habt ihr natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit, die zu stellen. Ich sehe schon, Andreas hat schon abgestimmt. Sehr, sehr schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Sehr gut so. Macht einfach gerne weiter da. Das ist toll. Wir haben nämlich ganz schön viele ZuschauerInnen, die jetzt zugucken. Also stimmt ab. Das ist super. Wenn ihr sonst keine... Habt ihr Fragen füreinander? Ich hätte an Malte tatsächlich eine Frage, wenn ich darf. Es gibt ja tatsächlich... Erstmal super Präsentation. Echt spannend. Danke. Tatsächlich die Frage mit der EEG-Umlage, da gibt es ja auch Diskussionen, inwieweit man die tatsächlich abschaffen sollte oder inwieweit man ein anderes Modell einführen sollte, um sozusagen auch die Strompreise, die ja derzeit ein bisschen hoch sind, zu reduzieren. Was ist denn deine, würde mich einfach jetzt mal so interessieren, deine Ansicht dazu? Ist die EEG-Umlage, so wie sie ist, quasi das Anreiztool, was sozusagen zum erneuerbaren Energieausbau beitragen kann, auch in Zukunft? Oder wie würdest du das sehen? Das ist eine sehr gute Frage. Also dazu muss ich sagen, ich weiß, dass kürzlich jetzt die EEG, also die hat sich mehrmals geändert. Es gab mehrere Änderungen im EEG-Gesetz und wurde immer wieder angepasst. Das heißt, soweit ich weiß, gibt es gar nicht die eine EEG, sondern die hat sich mehrmals gewandelt. Und auch jetzt zum Beispiel auch deutlich die EEG-Zulage runtergegangen.
Das heißt, ich muss aber auch gestehen, ich habe den neuesten Gesetzestext nicht komplett gewälzt. Das heißt, ich könnte hier nicht recht sicher antworten. Ich finde es grundsätzlich sinnvoll, also wenn ich beobachte, was passiert ist, wie der Ausbau von Erneuerbaren vonstatten gegangen ist, dann scheint es ja auf jeden Fall einen Effekt gehabt zu haben, aber es ist natürlich schwierig, jetzt auch zurückzuführen, ist das jetzt alleine wegen der EEG-Umlage. Ich denke aber trotzdem, die Empfehlungen, die ich gebe, die sind unabhängig davon trotzdem eine gute Idee. Also man sieht das auch zum Beispiel bei großen Unternehmen, die schon lange dabei sind, wirklich ernsthaft auf Ökostrom zu setzen. Die arbeiten viel mit diesen besagten Power Purchase Agreements zum Beispiel. Also bei den Tech-Firmen, sowas wie Google, Amazon, Google, Microsoft und so weiter, weiß ich, dass die da stark drauf setzen. Und das andere ist eher so ein Thema für die Bilanzierung. Cool. Also kann ich vielleicht nicht ganz, ganz befriedigend antworten, was das EEG angeht, aber da müsste man nochmal Gesetzestexte wälzen für, glaube ich. Ist wahrscheinlich nicht die richtige Uhrzeit für, aber hat mir schon mal sehr viel weitergeholfen. Danke. Herrlich. Ich habe ja noch eine Frage an Janina, ehrlich gesagt. Das Wort Duldungsstarre sitzt mir noch so ein bisschen im Kopf. Oh je. Weiß man irgendetwas über die Forschungsergebnisse zum Lustgewinn an dieser Stelle? Bei mir, weil ich meine... Lustgewinn ist wahrscheinlich gleich null. Das dient wirklich, also nach dem Slam kam echt mal jemand zu mir und meinte, ob ich das denn schon mal gesehen hätte. Ich dachte erst, oh Gott, was will er von mir? Nee, aber der war Landwirt und wollte mir halt einfach nur klar machen, dass, also was ich selber nicht wusste, ist, wenn Schweine sich paaren, der Eber ist teilweise wirklich wohl, also sehr wild und könnte die Sau sonst auch verletzen, wenn die halt dann da rumquerelen würde. Deshalb macht das biologisch schon Sinn, dass sie sich halt so paaren können, ohne dass es irgendwie zu größeren Verletzungen kommt. Gut. Wir vertrauen da einfach, dass das so soll. Ja. Sehr herrlich. Ich habe tatsächlich auch im Agrarstudium gelernt, dass in Schweinebetrieben der Eber dann auch oft über den Gang schlendert, damit damit die Sauen den Geruch aufnehmen. Also ja, ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch mehr dabei ist, außer die Duldungsstarre ist wahrscheinlich sehr gut sichtbar, aber wer weiß, was da bei den Säulen sonst noch so abgeht. Herrlich. Okay. Sehr, sehr schön. Ja, ich finde, da merkt man halt auch, dass halt dieser Vergleich mit den Pheromonen bei Tieren und Menschen, dass das irgendwo einfach ein bisschen albern ist. Ne? Also das war so ein bisschen der Punkt daran. Klar. Sebastian, hast du denn deine Punkte schon verteilt? Bist du auch bei Mentimeter mit dabei oder hältst du dich ganz raus so als Sponsor? Nein, ich halte mich heute mal ganz vornehm zurück. Ich möchte mich auch gar nicht entscheiden. Ich fand alle Vorträge klasse. Vielen Dank dafür. Also ich habe wirklich viel, viel gelernt heute Abend. Das waren alles so Gebiete, mit denen ich mich vorher selber auch noch nie wirklich beschäftigt habe und fand das alles ganz klasse und überlasse das den ZuschauerInnen vor den Geräten, da eine Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, die wird nicht einfach sein. Da werden sie mir wohl alle recht geben. Das ist ja auch das Schöne. Es ist ja alles ganz nah beieinander, weil es war einfach ein großartiger und vor allem sehr kurzweiliger Abend. Ich war sehr überrascht, dass wir schon fertig waren. Und da ist das Science Slam Champion, The Brain. Wohin dieses Gehirn heute gehen wird, ich bin sehr, sehr gespannt. Es haben schon sehr viele Personen abgestimmt. Ich würde sagen, es gibt ein Gewinni, das gekürt ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, an wen geht heute, an diesem wunderbaren Abend, das Gehirn, Scienceland Champion, wer ist unser Gewinni des Abends? Ich würde sagen, fahrt gerne einmal die Präsentation ab. So werden wir sehen, wer hier als Gewinni nach Hause geht. Und wir nehmen alle schon mal unser Glas in die Hand und stoßen an auf 8,3 Punkte für Malte Schäfer. Dein Applaus. Ich glaube, du hörst, wie sehr die Menge durch das Internet hindurch zu dir Grüße sendet. Alles Gute, vielen Dank. Mega, Dankeschön. Allerdings mega, ein Prost. Vielen Dank auch an alle anderen. Ich habe eine Menge heute gelernt. Ihr wart großartig und ich freue mich. Super geil. Sehr, sehr schön. Gratulation und vor allem natürlich auch nochmal ein Riesendank an Mila Thorst, Janina Otto und Nils Krasshoff, dass ihr dabei wart, dass wir zusammen diesen Abend bestritten haben. Und danke an Sebastian, der jetzt natürlich einen ganz klaren Handlungsauftrag hat, nämlich das Gehirn zu verschicken. Ist doch auch schön, wenn man mal ein Gehirn zur Post bringen kann. Ja, ich gebe das dann wieder ab. Das ist auch ganz befreiend, wenn der Slam zu Ende ist. Und
Malte, wir sehen uns dann. Ich werde es dir persönlich übergeben. Das kriegen wir organisiert. Ah. Da freue ich mich drauf. Ja, ein Traum. Das klingt doch toll. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal wirklich Danke sagen an alle, die ihr zugeschaut habt. Wirklich großartig, dass wir diesen Abend zusammen hatten. Kommt auf jeden Fall schon mal gut durch diese Zeit und macht es euch so kuschelig wie möglich. Aber bevor wir hier wirklich diesen Abend beenden, muss ich noch zwei Menschen ganz besonders danken, ohne die das hier alles nicht möglich gewesen wäre. Denn technisch und organisatorisch ist das jedes Mal wieder eine großartige Leistung und ich bin dankbar, dass ihr das macht. Ein riesen Dankeschön und einen Applaus an Jakob Lassack und Vanessa Krogmann. Ihr seid großartig. Vielen, vielen Dank. Das ist immer toll, dass das so klappt und wir hier zusammen diese schöne Zeit haben. So, jetzt bleibt es also irgendwie gesund zu bleiben beziehungsweise sich impfen zu lassen und so viel faktenbasierte, wissenschaftsbasierte Werbung dafür zu machen, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Uns allen Kraft dafür. Haltet weiter gut durch und man sieht sich ja immer 2 bis 7 Mal im Leben. Also von daher, wir sehen uns wieder. Gehabt euch bis dahin wohl. Ich sage tschüss und vielen Dank. Tada! Wenn ihr noch weitere Informationen habt, folgt uns natürlich auf allen Social-Media-Kanälen bei Instagram und Facebook beim Haus der Wissenschaft www.hausderwissenschaft.org. Da bleibt ihr informiert, bis wir uns wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.